manche aber auch weniger. Warum? Sie sind zwar eine geöffnete Kasse, sind sehr unternehmensnah an unseren Poststandorten, die wir in Bayern sehr zahlreich haben, aber natürlich nicht überall. Das heißt, wo sind wir besonders stark? Hier in Nürnberg, in Bamberg, in Lohr, in Ansbach und im Oberallgäu, gleich nach Immenstadt. Außerhalb von den Regionen haben wir auch Versicherte, aber natürlich nicht in der großen Zahl. Deshalb ist es sicherlich für den einen oder anderen, was wir aber an der hausärztlichen Versorgung machen, und darüber würde ich gerne sprechen, für manche sehr interessant, für andere weniger interessant, ist es einfach an der Gegebenheit, wie wir aufgestellt sind. Hausärztliche Versorgung, und das liegt uns als Kasse besonders am Herzen, und es mag Ihnen ein bisschen befremdlich sein, weil ich weiß, es gibt verschiedene Kassen, die sich sehr ruhig darum verhalten, möglichst wenig dort agieren, werden wir ganz bewusst und aus einer Überzeugung heraus das stark unterstützen. Und warum? Und das ist mir ganz wichtig, auch nochmal zu erklären, warum, was bezwecken wir damit? Denn es geht uns nicht einfach nur darum, Sie als Hausärzte zu unterstützen. Uns ist es immens wichtig, mit Ihnen gemeinsam Versorgung weiterzuentwickeln. Ich denke, das ist ganz klar Ihr Ziel und es ist ganz eindeutig auch unser Ziel. Und deshalb ist uns der Hausarzt als Lotse im Gesundheitssystem der wesentliche Anker, mit dem wir auch zusammenarbeiten können. Was sind die Herausforderungen? Die kennen wir alle, das sage ich Ihnen nichts Neues. Die Kosten im Gesundheitswesen steigen laufend seit Jahrzehnten. Zum einen mit demografischen Wandel werden sich diese Herausforderungen noch deutlich verstärken. Das heißt, wenn wir es gemeinsam nicht schaffen, Gesundheit auf der einen Seite zu verbessern, die Versorgung, auf der anderen Seite aber auch die Ineffizienzen, die im System sind, rauszuholen und uns dadurch wiederum die finanziellen Mittel zu schaffen, um sie dort zu investieren, wo sie, sag ich mal, aus unserer Sicht richtig angelegt sind, dann schaffen wir es nicht. Wir müssen beides schaffen. Wir müssen die Ineffizienzen aus dem System kriegen und uns dadurch den finanziellen Spielraum schaffen. Wir als Betriebskrankenkasse schauen dabei, wenn wir sagen, Versorgung verbessern wollen, spezifisch auch nochmal auf die Felder, die in der betrieblichen Realität besonders häufig in den Diagnosen auch wieder aufschlagen. Weil da geht es uns natürlich auch um Fehlzeiten. Wie können wir als Kasse die Versorgung in den Bereichen weiter voranbringen, die in Fehlzeiten im Betrieb massiv aufschlagen? Und es gibt zwei Elemente, da komme ich nachher nochmal verstärkt drauf. Das sind die psychischen Belastungen und es sind die Rückenbeschwerden. Und deshalb haben wir an den Hausarztvertrag angedockt, Versorgungselemente, die genau diese beiden Bereiche abdecken. Was machen wir darüber hinaus, um Versorgung nach vorne zu bringen? Wir versuchen, dort Anreize zu setzen, finanzieller Natur, und deshalb unterstützen wir auch den Hausarztvertrag, dass die zum einen Sie Zeit haben für die Diagnostik, weil das ist das Element vorne. Wenn die Diagnostik nicht stimmt, ist hinten dran alles müßig. Zum einen. Zum anderen, dass die Kooperation und die Kommunikation zwischen den verschiedenen Professionen als auch zwischen dem ambulanten und stationären Bereich besser funktioniert, als sie heute funktioniert. Wir haben heutzutage noch viel zu viele Lücken in der Kommunikation und Kooperation. Wir haben leider zu viel gegeneinander als miteinander. Und wir haben zwischen dem ambulanten und dem stationären Bereich keine gute Zusammenarbeit. Hier liegen immens viele Ineffizienzen. Und wenn wir schaffen, die aus dem System zu holen, dann geben wir uns gegenseitig auch die finanzielle Freiheit, um sie eben vorne vor allen Dingen in der Diagnostik und in der Zeit für den Patienten zu investieren. Geld für Zeit. Weiterentwickelt wurde. Wir haben seit vielen Jahren, das wissen Sie sicherlich, die aus den vorhin genannten
Region gekommen, ein Hausarztvertrag. Wir haben ihn jetzt nochmal überarbeitet. Wir haben bestimmte Elemente finanziell nochmal attraktiver gemacht und wir haben bestimmte Elemente neu reingenommen. Und zwar Elemente, die andocken an Versorgung, die dann in andere fachärztliche Regionen reingehen, an die orthopädische, in den orthopädischen Bereich, was den unspezifischen Rückenschmerz betrifft, und zu den Psychotherapeuten, was die akut psychotherapeutische Versorgung betrifft. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen, nur zur Erläuterung, warum haben wir das gemacht und genau dort die Zusammenarbeit zwischen den Hausärzten und den anderen Professionen zu unterstützen. Ein Element möchte ich zum Schluss noch ansprechen. Ich wünsche mir wirklich, dass der eine oder andere von Ihnen das bereits kennt. Das ist unsere Patientenbegleitung. Was ist die Patientenbegleitung? Das ist, wenn man so will, der aus Sicht des Patienten nochmal individuelle Gesundheitslotse in dem Gesamtsystem Gesundheitswesen, der nicht, und das ist mir ganz wichtig, der nicht in die ärztliche Hoheit eingreifen soll, nicht nur, der aber Sie in Ihrer administrativen Tätigkeit unterstützt, der die Versorgungsnetze in der Region kennt, der in Kooperationen mithelfen kann, der den Patienten auch immer wieder daran erinnert, was er als Patient an Eigenverantwortung auch hat und wo er selber dazu beiwirken kann, dass der Genesungsprozess schneller und besser erfolgt. Ich möchte Sie wirklich nur einladen, diese Patientenbegleiter von uns, die Sie auch jeweils anstoßen können, zu nutzen, weil ich weiß, jeder Arzt, der damit Erfahrung gemacht hat, schätzt es immens und sieht es nicht, weil das wird am Anfang gerne so ein bisschen mit Vorbehalt gesehen, und sieht es nicht als Eingriff in die Hoheit des Arztes, die wir uneingeschränkt respektieren, sondern als Unterstützung bei administrativen und kooperativen Tätigkeiten. Damit möchte ich auch schließen, und damit haben Sie nun tatsächlich am nächsten Weg frei zu Ihrem Dessert. Ich wünsche